Wir begrüßen dich ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung Hoffnung um 12. Ein bekannter Vers aus Josua 1, Vers 9. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Gott ist mit dir, er kennt dich und er weiß um dich. Fürchte dich nicht. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Wir wollen, dass du dich nicht fürchtest. Heute ein Thema, ja, die besten und schlimmsten Momente. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, die besten und schlimmsten Momente. Das sind die, die uns so krass eigentlich begegnen. Und die besten Momente möchte man sich gerne aufheben. Oft sind sie im Urlaub oder ist die Hochzeit oder irgendwelche besten Momente, wenn ein Kind zur Welt kommt. Aber wir wissen, irgendwo kommt so viel Neues drauf, dass die besten Momente nicht so lange die besten sind. Gott sei Dank auch die schlimmsten Momente nicht dauernd die schlimmsten sind. Die besten und die schlimmsten Momente sind oftmals kürzere Erinnerungen wie das andere, was wir erleben. Die Ewigkeit aber wohnt dauerhaft in uns. Ja, die Ewigkeit hat ja schon begonnen. Das ist nicht erst, wenn wir irgendwo mal heimgehen in die Ewigkeit. Nein, die hat eigentlich schon mit deiner Geburt begonnen und wir dürfen sie gestalten. Und die schönste Gestaltungsmöglichkeit ist mit unserem lebendigen Gott, wenn wir ihn begreifen. Und wichtig ist auch, dass wir einen Blickwinkel haben. Wenn wir schlimme Sachen erleben und auch wie gerade in Kriegssituationen oder du irgendwas Schlimmes in deiner Familie erlebst, darfst du doch einen Blickwinkel haben in die Ewigkeit, in das Ewige, dass das nicht so ewig bleibt, sondern dass Gott Gebet erhört und dass auf jeden Fall, ja, du eine Perspektive hast in die Ewigkeit, in die Zukunft und ja, dass du wirklich eine lebendige Beziehung mit Gott lebst, denn er ist der, der ewig mit uns, mit dir leben möchte. Und heute ist die Menschheit so geprägt, sie möchte nicht den Blick auf eine Ewigkeit haben, sie möchte hier und jetzt das Erlebnis haben, dieses Erlebnis und das Erlebnis und sofort das und die Ehepartner oder die Partner werden gerade so gewechselt von Woche zu Woche oder von Jahr zu Jahr und immer, ja, für den Moment muss alles irgendwo passen. Ich sage dir, komme zur Ruhe und denk mal drüber nach, über Ewigkeitswerte. Ewigkeitswerte. Und die findest du nur bei Gott. Aber wenn du sie jetzt schon hast, kannst du wunderbar auch mit ihnen leben. Mach nicht mit so nach dem Haschen von momentanem Erfolg und momentanen Dingen, wo du sagst, wow, das war jetzt heute aber richtig schön und morgen weißt du nicht mehr, wie es weitergeht. Arbeite an deiner Ewigkeit. Du wirst Freude daran haben. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du der ewige Herr, der ewige Gott bist und dass wir dir nachfolgen dürfen und dass Ewigkeit nicht ein Thema ist, das auf dem Friedhof beginnt, sondern, Herr, dass Ewigkeit mit unserer Geburt beginnt. Und, Herr, wir dürfen sie gestalten, Herr, solange wir leben. Ich danke dir dafür. Herr, schenk uns Weisheit, schenk uns Freude dabei und danke, Herr, dass wir mit dir ewig leben dürfen. Amen. Amen. Auch heute wollen wir für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen und uns geschrieben haben. Auf YouTube im Chat hat uns jemand ein Gebetsanliegen zukommen lassen. Ich bitte um Gebet für meine Cousine. Sie leidet an Alzheimer. Sie muss den ganzen Tag betreut werden. Sie kann nichts mehr machen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst und dass auch diese Alzheimer-Krankheit besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Danke, Jesus, dass du eingreifst in ihr Leben und dass sie Heilung erfahren darf. Danke, dass auch all diese Nebenwirkungen verschwinden und entmachtet sind, dass sie wieder
das tun kann, was sie nicht tun konnte. Danke, Jesus, dass du sie wiederherstellst in die göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Amen. Und eine Mutter bittet für ihre Tochter um Gebet. Sie schreibt: Unsere Tochter hatte Krebs. Wir baten um Gebetsunterstützung. Nach 6-mal Chemo wurde bei der Abschlussuntersuchung nichts mehr vom Krebs gefunden. Wir danken unserem Herrn Jesus so sehr dafür. Wir bitten, dass sie nun wieder zu Kräften kommt und auch die Fingerspitzen, die im Gefühl beeinträchtigt sind, sich wieder erholen und auch die Abwehrkräfte wieder normal arbeiten und unsere Tochter sich schnell wieder ganz erholt und gesund bleiben wird. Danke für das Gebet. Und Jesus, du hast schon so Großes an dieser Tochter getan und ich danke dir, dass du auch das zu Ende bringst, was du begonnen hast. Und ich danke dir, dass all diese Nebenwirkungen verschwinden werden an den Fingern und die Kraft wieder zurückkommt und die Abwehrkräfte gestärkt sind. Danke, Jesus, dass dieser Körper wieder ganz normal funktioniert, so wie du ihn geschaffen hast. Danke, Jesus, dass du da wirklich eingreifst und das, was du begonnen hast, zu Ende führst. Danke, Jesus, für vollkommene Gesundheit. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und die Infos sind wie immer eingeblendet. Per WhatsApp kam ein Gebetsanliegen für einen Bekannten. Ein Bekannter hat Bauchspeicheldrüsenkrebs und Metastasen. Er hat schon viele Chemotherapien hinter sich. Ja, wir haben schon sehr oft für Bauchspeicheldrüsenkrebs gebetet, haben schon einige Heilungserfolge auch schon erlebt, wo wirklich Menschen berührt worden sind. Manche warten noch darauf und wir beten wieder. Ich danke dir dafür, Herr, dass auch jetzt gerade diese Person, Herr, die diesen Krebs hat, ich danke dir dafür, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich danke dir dafür, dass er weichen muss in Jesu Namen. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du auch diesen Krebs besiegt hast. Und danke, Herr, dass wir wirklich im Glauben auf ein Wunder warten dürfen. Danke, Herr. Amen. Eine Frau schreibt uns ihre körperlichen und seelischen Nöte. Sie schreibt: Heute endlich möchte ich euch mitteilen, dass mein lieber Mann im November verstorben ist. Es kam alles so plötzlich für mich. Ich habe es bis jetzt noch nicht verkraftet. Ich bitte euch, für mich und meine Familie zu beten, dass Gott uns auch jetzt in dieser schweren Zeit beisteht und auch mir die Kraft gibt. Bitte betet auch für meinen hohen Blutdruck und für mein linkes Auge, auf dem ich fast blind bin. Ja, Herr, komme in diese Situation hinein und sei wirklich du der Trost für diese Menschen und ganz besonders für diese Frau, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Lass sie wirklich, Herr, diesen Verlust verkraften und lass sie wirklich, Herr, wirklich aus der Trauer herauskommen, Herr, dass sie eine neue Perspektive bekommt. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch du für sie eine Zukunft hast, Herr, auf dieser Erde. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du auch für sie Heilung hast, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass der Blutdruck du, Herr, wieder in Ordnung bringst und auch das Auge berührt wird. Ich danke dir dafür, dass du der Berührende bist. Danke, dass du der Heiler bist. Amen. Amen. Es ist immer so wunderbar zu berichten, was Gott getan hat, was Menschen uns schreiben, was sie erlebt haben mit Gott. Und eine Mutter berichtet von einer Gebetserhörung von ihrer Tochter. Ich hatte euch um Gebetsunterstützung für meine Tochter gebeten, die im Frühjahr 2021 eine Fehlgeburt hatte. Jetzt ist sie schwanger und erwartet Ende März ihr erstes Kind. Ich danke Gott für seine Hilfe und für eure Gebete.
Und es berührt mich immer ganz besonders, wenn Familien sich wieder versöhnen. Wieder Kontakt, schreibt eine Frau. Ich bat euch vor Weihnachten um Gebetsunterstützung. Unser Sohn hatte den Kontakt zu uns abgebrochen. Nun war er an Weihnachten bereit, sich mit uns allen zu treffen und hat uns zum Geburtstag am 01.01.2022 eingeladen. Danke dem Herrn und euch. Das ist doch wunderbar, wenn Familien wieder zusammenkommen. Gottes Hilfe ist da. Eine Frau schreibt Folgendes. Ich hatte einen Blasentumor und bat sie um Gebetsunterstützung. Gott hat es erhört und mir geholfen. Welch eine Freude und Dankbarkeit. Auch Ihnen von ganzem Herzen danke für Ihre Gebete. Wie schön, was Gott tut. Gott heilt auch Harnwegsinfekte. Eine Frau aus Norddeutschland hat das erlebt. Vor einiger Zeit schrieb ich Ihnen bezüglich meiner wiederkehrenden Harnwegsinfekte. Die Gebete wurden erhört, die Infekte blieben aus. Und eine Frau, die wieder laufen kann, Gebet für die Mutter wurde erhört. Vielen Dank für eure treuen Gebete. Meiner Mutter geht es deutlich besser. Sie geht mit personeller Hilfe und mit Gehwagen auf dem Gang, was ein riesiges Wunder ist. Wie schön, wir freuen uns mit. Hast auch du ein Wunder erlebt? Lass es uns wissen über die WhatsApp-Nummer oder die anderen Wege, wo du uns schreiben kannst. Wir würden gerne deine Gebetserhörung hier vorlesen. Es stärkt immer wieder andere, die Glauben fassen und dann auch das Wunder erleben. Ja, heute haben wir es von Ewigkeit. Wie sehen deine Ewigkeitswerte aus? Ewigkeitswerte, wenn wir die wachsen lassen in uns, dann geben sie uns Frieden, sie geben uns eine Sicherheit und sie geben uns Ruhe. Und ich rate dir, mach dir mal Gedanken. Was sind deine Ewigkeitswerte? Nicht, wie viel Rente bekomme ich in der Zukunft, wie lange lebe ich und kann ich das oder jenes mir leisten? Also alles eine gute Überlegung, aber wie sieht deine Ewigkeitsüberlegung aus? Gibt sie dir Ruhe in dieser Zeit, wo du sagst, nichts kann mich erschüttern, ich weiß, ich bin mit meinem Herrn unterwegs? Das wollte ich dir heute mitgeben. Ja, und du darfst uns gerne dein Anliegen schicken, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir freuen uns darüber. Und auch heute bis 13 Uhr. Letzten Freitag hatten wir Gebetsnacht. Und Ostern ist schon wieder rum. Das Jahr rennt gerade so dahin. Aber ich möchte ja sagen, wenn du diese Gebetsnacht zu Hause erleben möchtest, bestelle einfach die Medien. Wir haben CDs, DVDs, wir haben Downloads, wir haben USB-Sticks. Das, was dir am liebsten ist, bestelle es noch heute und erlebe es. Bete mit, wenn gebetet wird auf diesen Medien. Bete mit und Gott erhört dein Gebet. Schön, dass du dabei warst heute. Wir verabschieden uns und wünschen dir alles Gute und einen gesegneten Tag. Ja, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.